Willkommen zu 10 Banknoten der Woche. So, das ist jetzt die 10. Folge und ich dachte mir, ja, lassen wir das mal die letzte sein. Ihr habt jetzt 10 mal 10 besondere, also 100 besondere Banknoten gesehen. Ich werde jetzt in Zukunft einfach einige Currency Specials bringen und einfach nicht diese ungeordneten 10 Banknoten der Woche. Ja, deswegen habe ich hier, ja. Die treten so ein bisschen aus dem Rahmen, die sind eigentlich fast nicht mehr aus dem Umlauf, aber trotzdem, jeder hat seine besondere Geschichte. Und zwar haben wir hier 10 Surinam-Gulden. Ja, erstmal, Surinam ist ein kleines Land in Südamerika. Davon hört man auch eigentlich gar nichts. Eine ehemalige niederländische Kolonie, deswegen auch Gulden. Ja, das hier eine ältere Banknote und. Ja, man muss jetzt einfach sagen, da gab es noch eine Serie von Gulden. Aber nachdem die abgewertet wurde um 1 zu 1000, haben wir jetzt noch den Surinam-Dollar. Ja, der Gulden, der stirbt nämlich so langsam aus. Das sind 5 Rupien vom japanischen, ja, von der japanischen Regierung, von der japanischen Besatzungsbehörde. Und zwar war das direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, als Japan den Pazifikraum da erobert hat. Und das war die Ausgabe für Burma, also heute Myanmar. Ja, ziemlich schlicht gehalten. Das sind 1000 Riel aus Kambodscha. Kambodscha war auch mal französisch besetzt. Und das Besondere an dem Schein ist einfach, dass er so groß ist. Ja, typisch für Kambodscha sind auch diese Ruinen, die da sehr oft abgebildet sind. Und hier haben wir Französisch Mille Riel. Kambodscha, ja, wie gesagt, französisch besetzt mal. Und das ist jetzt Myanmar, also hieß früher Burma. Ja, ist einfach auch eine interessante Währung, weil wir bis einschließlich dem Tausender, es gibt noch den 5000er und 10.000er, ja, 1500 oder so sind, glaube ich, 1 Euro, haben wir immer nur diese Drachenfigur da vorne abgebildet. Und die Schrift sieht ja auch ganz heiß aus. Das sind 1000 Zloty aus Polen, das sind jetzt natürlich nicht die aktuellen. Ja, sondern ging dann schon in Richtung von dieser starken Inflation. Der höchste, der je rausgegeben wurde, waren 2 Millionen Zloty. Ja, hier haben wir noch als interessantes das Porträt von Nikolaus Kopernikus vorne und hinten dieses heliozentrische Weltbild, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht andersrum. Das sind 100 Francs aus Frankreich. Ich finde, der ist einfach ein Klassiker. Auch eigentlich eine sehr schöne Banknote, weil da haben wir Delacroix und einen Ausschnitt aus seinem Gemälde direkt neben ihm. Ja, zur Französischen Revolution. Ja, das Bild kennt ihr bestimmt. Genau, und hier auch nochmal auf der Rückseite ziemlich bunte Form und so, ja, was erkennt man da im Hintergrund? Haus, Bäume. Auf jeden Fall eine ziemlich besondere Banknoten. Ja, das war die vorletzte Serie, die ist noch von 1990. Und das sind 5 Dinar aus dem Irak. Da haben wir vorne drauf Saddam Hussein. Kein Wasserzeichen und man spürt hier, jetzt sieht man es da auch. Ja, die Seriennummer hat durchgedrückt. Das heißt, dieses Papier, das fühlt sich ja auch eigentlich nicht sehr besonders an. Oder es fühlt sich anders an als andere Banknoten. Ganz einfach, weil das sehr billig gemacht ist. Das ist aus Hackschnitzeln. Also das Billigste, was man eigentlich für Banknoten da nehmen kann. Ja, wir haben noch bis zu 10, 10.000, das ist der höchste mit Saddam drauf. Klar, ich glaube nicht, dass sowas ja, sonst noch so oft gibt. Also dieses Material ist auf jeden Fall besonders.
Das sind einfach 1000 Drachmen von Griechenland. Aus Griechenland. Ja, war die letzte Drachmen-Ausgabe einfach. Deswegen, ja, weil die Erfüllung der Drachme ja eigentlich wieder gedroht hat, oder wer weiß, vielleicht auch noch in Zukunft drohen könnte. Ist einfach mal interessant zu sehen, wie die früher ausgesehen haben. Und das hier sind 50 Denar aus Mazedonien. Mazedonische Denar haben sehr besonderes Design. Wir haben so erstmal hier auf der Vorderseite, das ist ja einfach eine Münze abgebildet, antike Münze. Und auf der Rückseite haben wir ein Gemälde aus ja wahrscheinlich einer Kirche vom Engel Gabriel. Genau, auf jeden Fall sehr bunt gehalten. Der Zehner ist auch noch schön, da ist so ein Pfauenmosaik vorne drauf. So, jetzt der finale Abschluss, eine der größten Geldscheine, die ich habe. Groß im Sinne von das Format. Ja, jetzt mal im Vergleich zu den anderen. Das sind 500 russische Rubel aus dem Kaiserreich. Ja, da vorne steht es drauf, von 1912. Ja, mit diesem Prügel ist man damals offen gegangen. Warum ich den habe, ja, der war einfach mal auch noch bei anderen dabei, bei jugoslawischen. Den habe ich mir nicht extra gekauft. Aber so wahnsinnig teuer ist der auch nicht, weil ja kurz danach fand dann auch eben eine Hyperinflation statt. Kann man es Hyperinflation nennen? Auf jeden Fall war es eine starke Inflation. Ja, einfach eine riesige Banknote. So was kommt bei uns dann heutzutage nicht mehr vor. So, das waren jetzt genau 100 Banknoten zusammen mit den letzten 10 Folgen. Ich hoffe, euch hat die Serie gefallen. Ihr werdet dann in Zukunft jetzt bald auch noch einige mehr Currency Specials sehen. Bis dann, tschüss.